Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir bzw. uns und Freunde. Ich habe den allerletzten Teil unserer Filmsammlung für euch. Dann habe ich das Ganze abgedreht und werde euch das nach und nach hochladen. Ich habe hier wieder eine Tüte, wo ich alles reinkrame, damit ich es nachher wieder ins Wohnzimmer räumen kann. Und wir sind bei den letzten Filmen, Freunde. Und das ist irgendwie Wahnsinn. Wir haben keine Ahnung, wie viele 100 DVDs jetzt gemeinsam durchgeschaut. Und irgendwie finde ich es auch ein bisschen komisch, jetzt so den letzten Teil zu drehen. Aber wir schnacken gar nicht lange, sondern fangen direkt an. Ich fange an mit Honey und Nanny. Den hat mein Vater mir mitgebracht. Girl Power pur. Kenne ich noch überhaupt nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Dann haben wir Disneys Zoomania. Ich glaube, den hat auch Papa mir mitgebracht. Kenne ich auch noch nicht. Dann Patterson und Findus. Da sind verschiedene Dinger drin. Auch die hat mein Vater mir mitgebracht. Wir können ja gerade mal gucken, ob hier drin steht, welche Folgen drin sind. Nee. Hier ist nur erklärt, wer wer ist. Ach, die DVD zur TV-Serie. Welche Folgen das sind, kann ich euch leider nicht sagen, weil da kein Umpapier mehr da ist. Dann habe ich hier Cher und Christina Aguilera Burlesque. Wunderschöner Film. Es geht um eine junge Frau, Ellie, Christina Aguilera, die davon träumt, eine Karriere zu machen als Burlesque-Tänzerin und Sängerin und dann bei Cher anfangen möchte. Und das ist ein unglaublich schöner Film. Also liebe ich, liebe ich. Dann mitgenommen auf dem Flohmarkt, da habe ich euch auch ein Haul zugedreht. Und zwar einmal Winnies neuestes Filmabenteuer, Disneys Winnie Pooh. Haben wir mitgenommen für 2,50 Euro. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier abgeknibbelt kriege. Ja. Für 2,50 Euro hatten wir noch nicht in der Sammlung und dachte ich für die Kleine ganz cool. Dann mitgenommen, weil es irgendwie ein bisschen meine Kindheit ist, und zwar Sissy. Kennt ihr noch diese Sissy? Sieht aus, als wäre das mal nass geworden. DVD-technisch auch nicht mehr so der Burner, also Fingertaps da drauf etc. Ich werde gucken, dass Markus die sauber macht. Aber ich habe gedacht, für 1 Euro und habe sie mitgenommen. Und ich hoffe natürlich, dass sie läuft. Und dazu haben wir dann noch die zweite DVD auch für 1 Euro mitgenommen. Da ist jetzt Folge 12 bis 22 drauf, auf der ersten 1 bis 11. Das musste einfach in die Sammlung. Ich habe hier mal die Dinger abgefummelt und klebt die mal an die Arbeitsplatte. Wie gesagt, das durfte mit. Dann hat Papa mir noch mitgebracht, sehe ich gerade, Honey und Nanny 2, das Abenteuer geht weiter, und auch Honey und Nanny 3. Wie gesagt, noch nicht gesehen, kann ich euch nichts zu sagen. Dann haben wir hier Geschenkbox Santa Claus. Santa Claus eine schöne Bescherung, Santa Claus 2 eine noch schönere Bescherung und Santa Claus 3 eine frohe, frostige Bescherung. Super lustige Filme, also es geht ja darum, dass ein Mann, weiß gar nicht, wie er heißt, Scott Calvin, den Weihnachtsmann tötet und dann selber Weihnachtsmann wird und super lustig, ist auch so ein Weihnachtsklassiker, würde ich sagen. Dann haben wir hier mit Emma Roberts Aquamarine, die vernixte erste Liebe, unglaublich lustig. Da geht es darum, dass die beiden Mädchen Claire und Hayley eine Meerjungfrau finden. Genau, die in den Pool gespült wird und dann versuchen sie ihr zu helfen. Richtig süßer Film. Ja, kann man mal gucken. Ist so ein Jugendfilm. Dann haben wir hier Hilary Duff, Greta. Hilary Duff war ich auch mal ein Mega-Fan von. Ihr werdet noch mehr Filme, glaube ich, mit ihr gleich sehen. Toller Film. Greta ist ein ganz normaler Teenager, sehr rebellisch und wird dann zu ihrer Oma, glaube ich. Genau, zu Oma und Opa nach Ocean Grove, New Jersey verbannt und dann verliebt sie sich, macht Unsinn, also ganz, ganz toll. Dann auch ein Klassiker für mich, absolut, Britney Spears, Not a Girl, Crossroads. Unglaublich toller Film. Da sind drei Mädels, Lucy, Britney Spears und zwei weitere, die damals so eine Art Zeitkapsel gemacht haben mit ihren größten Wünschen und ja,
Keine Ahnung. Sie will auf eine Talentshow, die andere will irgendwie zu ihrem Freund fahren und die dritte weiß ich gar nicht mehr, hat einfach Bock mitzukommen. Super, super lustig. Ganz, ganz toller Film. Dann haben wir hier Kristen Stewart, The Cake Eaters. Puh, nee. Nee. Finde ich einfach nicht gut. Dann hier Lindsay Lohan, kein bisschen schwanger. Einige Geschichten wachsen und wachsen. Und ich glaube, habe ich schon mal gesehen, ist aber unglaublich lange her. Haben wir damals beim Ausverkauf unserer Videothek mitgenommen. Kann ich euch nichts zu sagen. Dann Eddie Murphy, der Kindergarten-Daddy. Unglaublich lustiger Film. Habe ich, glaube ich, auch mal auf dem Flohmarkt gekauft. DVD-technisch auch nicht mehr so das Wahre. Aber ich glaube, für 50 Cent oder was habe ich das mitgenommen. Fand ich unglaublich lustig. Die machen einen Kindergarten auf. Ich sag's euch, richtig witziger Film. Ich schnapp mir den nächsten Stapel. Wir haben hier Boys, Girls and One Kiss. Noch nie gesehen, glaube ich. Oder habe ich mal gesehen, aber ist auch schon ewig her. Zac Efron, 17 Again, er ist zurück. Nee. Nee, ich bin aber auch kein Zac Efron-Fan. Tut mir leid. Mary-Kate Olsen und Ashley Olsen, ein unschlagbares Doppel. Das ist ja diese Zwillingsgeschichte. Fand ich ganz süß, als ich klein war. Lange nicht gesehen. Lindsay Lohan, Bekenntnisse einer Highschool-Diva. Den fand ich immer ganz witzig. Ja, kann ich euch aber, glaube ich, gerade auch nicht viel zu sagen. Viele Filme davon habe ich halt auch ewig nicht mehr gesehen. Dann haben wir hier Lindsay Lohan, Girls Club, Vorsicht Bissig. Den fand ich ganz cool. Lindsay Lohan geht da zu den drei Coolen der Schule und will die so eigentlich so ein bisschen ausfragen, findet das Leben aber dann ganz cool. Ja, ist ganz witzig gemacht, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann haben wir hier Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis, Freaky Friday, ein voll verrückter Freitag. Da tauschen die zwei quasi die Rollen. Die Mama wird auf einmal die Tochter und andersrum. Ganz witziger Film, kann man sich mal anschauen. Dann habe ich mir hier mitgenommen, ich glaube wegen François Goske, der spielt ja auch bei Französisch für Anfänger mit. Summertime Blues, jetzt beginnt für Alex ein langer, verrückter Sommer. Nee, fand ich nicht so cool, leider. Jimmy Blue, Ochsenknecht, Homies, Greif nach den Sternen, noch nicht gesehen. Dann haben wir hier Vier ist einer zu voll. Abschlussfahrt mit dem lieben Kristall. Haben wir damals im Kino gesehen. Fand ich ganz lustig bis zu der Stelle, wo der eine den anderen ankotzt. Ich hab's ja nicht so mit Kotze, ne? Also ich muss dazu sagen, wenn die Kleine bis zum Hahn eingekackt hat, ich mach das, ist gar kein Stress, aber sobald die kotzt, bin ich raus. Aber war ganz witzig. Kann man sich mal angucken. Dann haben wir hier Disneys Prinzessinnen-Schutzprogramm mit Demi Lovato und Selena Gomez. Fand ich ganz witzig. Da kommt eine Prinzessin, quasi Demi Lovato, zu Selena Gomez nach Hause und die müssen die quasi beschützen. Fand ich ganz cool. Dann haben wir hier Selena Gomez, Leighton Meester und Katie Cassidy. Also hier spielt auf jeden Fall Blair Waldorf mit aus Gossip Girl. Plötzlich Star. Ja, war ganz okay. Würde ich nicht nochmal gucken. Next. Das war meine Hüfte, es tut mir leid. Hilary Duff, Popstar auf Umwegen. Lizzie McGuire, ein Traum wird wahr. Ich liebe Lizzie McGuire. Ich habe ja auch CD 1 bis 11. Ich will da auch noch die anderen haben, aber die gibt es leider nur noch gebraucht. Die machen, glaube ich, eine Klassenfahrt. Genau, nach Italien. Und da trifft sie jemanden, der genauso aussieht wie sie. Und nachher treten die zusammen auf. Ganz cool gemacht eigentlich. Fand ich sehr cool. Dann haben wir auch wieder Hilary Duff, Soldat Kelly. Die geht zu so einer Militärakademie. Habe ich aber auch vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen. Kann ich euch auch nicht viel zu sagen. Dann Hilary Duff und Chad Michael Murray. Es war einmal, kann jederzeit passieren, Cinderella Story. Oh mein Gott. Ich liebe diesen Film. Sam, Hilary Duff, ist. Ihr Vater ist gestorben und sie lebt bei ihrer Stiefmutter mit den bösen Stiefschwestern und chattet dann mit jemandem und lernt ihn kennen und trifft ihn dann auch auf dem Maskenball und das ist einfach der beliebteste Junge der ganzen Schule. Und als das am Ende rauskommt, ist natürlich erstmal Highlife, weil Leute, nicht so lustig.
Hat aber ein super Happy End. Finde ich ganz toll, den Film. Und dann ein Film, den ich damals mit meinem Vater im Kino geguckt habe. Gangs, wo stehst du, wenn es drauf ankommt? Mit Jimmy Blue Ochsenknecht. Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Emilia Schüle. Janis Niewöhner. Also ganz, ganz tolle Schauspieler. Wer ist denn noch dabei? Michael Kessaoglu, Kai Michael Müller, Sina Trotsch, Christian Blümel, Aaron Lee und Marie-Lou Sellem. Sehr, sehr bekannte, schöne, also tolle Schauspieler auf dem deutschen Markt, würde ich sagen. Es geht einfach darum, um die Gangs, unter anderem mit den zwei Brüdern, Jimmy Blue und Wilson Gonzalez. Chris und Flo heißen sie in dem Film. Und dann lernt Flo, Jimmy Blue, ein wundervolles Mädchen kennen. Wirklich, ist total verliebt in Sophie. Und die ist Balletttänzerin, kommt aus einem reichen Haus. Und dann werden sie von einer bösen Gang quasi erpresst, dass sie Geld brauchen. Und dann ist halt die Frage, wo steht Flo? Steht er zu seiner Gang und beklaut Sophie? Oder steht er zu seiner großen Liebe? Toller Film. Schaut euch den mal an. Dann haben wir hier Starstruck. Ja, ist okay. Finde ich nicht ganz so cool. Dann ein toller Film mit auch einer schönen Message, finde ich. Alex Pettyfer und Vanessa Hutchins, Beastly. Da geht es darum, dass ein beliebter junger Mann sehr egoistisch, also einen sehr fiesen Charakter einfach hat. Und dann kommt eine Hexe und verzaubert ihn. Und zwar kehrt sie quasi sein dunkles Inneres nach außen und dann sieht er aus wie ein Monster. Und er hat so ein Tattoo am Arm, das ist ein Baum, und wenn alle Blüten abgefallen sind, bleibt er für immer so. Es sei denn, vorher verliebt sich jemand in ihn, obwohl er so gruselig aussieht. Ja. Und ob das passiert oder nicht, werdet ihr erfahren, wenn ihr den Film guckt. Toller Film, schaut euch den an. Dann haben wir hier Hilary Duff, Raise Your Voice, Lebe deinen Traum. Hilary ist auf einer... Also sie möchte Sängerin werden und ist bei so einem Sommerworkshop und traut sich aber nicht so aus sich rauszukommen. Auch ein toller, toller Film. Dann haben wir hier, oh mein Gott, den habe ich so gesuchtet. Ich habe das Buch gelesen, ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn auf DVD bekommen, ich habe ihn 8000 Mal gesehen und ich könnte ihn auch jetzt nochmal gucken. Sommer mit Jimmy Blue Ochsenknecht. Unglaublich toller Film. Da geht es darum, dass der 15-jährige Tim aus seiner Großstadt Berlin zu seiner Oma geschickt wird, weil sein Vater ist Pilot und hat da einen Auftrag, der länger dauert und deswegen soll er über die Sommerferien zu seiner Oma. Ja, und dann lernt er ein Mädchen kennen und zwar Vic, Sonja Gerhardt. Die ist aber mit dem Lars zusammen, Janis Niewöhner, ihr seht, Janis ist mein, ach, oh mein Gott, ich finde ihn so hübsch. Und ja. Viel drumherum, viel Ärger, viele Lügen und dann kommt der Vater auch zurück und dann ist die Frage, oh Gott, kann er bei seiner Liebe bleiben oder muss er wieder mit nach Berlin? Toller Film, toller Film. Dann haben wir hier, ich muss gerade mal ein bisschen sortieren, die Vorstadtkrokodile. Einmal die Vorstadtkrokodile 1, fand ich gut, haben wir in der Schule gelesen und also im Kino geguckt. Vorstadtkrokodile 2 habe ich mir dann gekauft, angeguckt, fand ich nicht gut. Und Vorstadtkrokodile 3 habe ich gekauft, noch nie gesehen. Leider. Sammlungstechnisch dann nur mitgenommen. So. Kommen wir zu Die wilden Hühner. Oh mein Gott, ich habe es geliebt. Von der Buchreihe von Cornelia Funke habe ich auch alle Bücher gelesen. Mit Michelle von Teutenberg. Mit Lucy Hollmann, Paula Riemann, Sasa Intje Bürkle und Jette Henring. Unter anderem auch mit Veronika Ferris, Jessica Schwarz, Benno Fürmann, Doris Schade. Tolle Schauspieler. Also, oh mein Gott, ich liebe sie alle. Es ist ein toller Film. Es geht um die wilden Hühner, Trude, Sprotte, Frieda und Melanie, die quasi die Hühner ihrer Oma retten wollen. Später kommt auch noch Wilma dazu. Und sie haben eine Gegnerbande, und zwar die Pimäen. Das ist so eine Jungsbande aus drei Jungs, Fred, Torte auf jeden Fall, Willi, aber wie heißt der andere nochmal? Oh mein Gott, ich weiß es nicht.
Oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen die sich dann zusammenschließen, um die Hühner ihrer Oma zu retten. Ganz toller Film. Dann geht's weiter mit Die wilden Hühner und die Liebe. Der zweite Teil, den hat Papa mir letztens auch nochmal mitgebracht, aber ich habe ihn natürlich schon. Da geht es dann ein bisschen darum, dass die alle verliebt sind. Also die Sprotte ist mit dem Fred zusammen und so erste Erfahrung, erste Liebe. Es kommt raus, dass die Wilma auf Mädchen steht. Ganz toller Film. Doch, Mike. Ich weiß nicht, wie der eine heißt. Oh Gott, wenn es mir nachher einfällt, raste ich aus. Auf jeden Fall toller Film. Und dann geht es weiter mit Die wilden Hühner und das Leben. Das ist der dritte und letzte Teil. Da sind die alle schon ein bisschen älter. Und ich muss sagen, es geht so um das erste Mal. Sprotte fühlt sich nicht bereit, Fred will aber unbedingt. Dann fahren sie auf Klassenfahrt und dann holt sich Fred, und boah, dafür hasse ich ihn bis heute, das, was er braucht, woanders. Und oh, ganz, ganz traurig. Der erste Liebeskummer quasi. Ganz, ganz toller Film. Das Einzige, was mich an dem dritten Teil stört, ist, dass die Schauspielerin von der Melanie ausgetauscht wurde. Das spielte sie Sonja Gerhardt. Auch das eine unglaublich tolle Schauspielerin. Aber ich finde es einfach schöner, wenn man zwei Filme aus einer Trilogie mit einer Schauspielerin gesehen hat, wenn die im dritten auch mitspielt. Keine Ahnung, warum der Schauspieler gewechselt wurde, ist auch egal, finde ich. Aber ich hätte es einfach schöner gefunden, wenn das so abgeschlossen worden wäre. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier Freche Mädchen 1 und Freche Mädchen 2. Auch unglaublich tolle Schauspielerinnen. Emilia Schüle, Henriette Nagel und Selina Schirin Müller, fand ich damals auch die Musik ganz toll. Da geht es auch so um die erste Liebe und, ne? Ja, tolle Filme, einfach tolle Mädchenfilme. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dann auch tolle Mädchenfilme mit den Jonas Brothers und Demi Lovato. Camp Rock und Camp Rock 2. Unglaublich toll. Geht so ein bisschen um Musik machen und so. Fand ich ganz cool. Dann haben wir hier Bibi Blocksberg und Bibi Blocksberg 2. Und auch das sind tolle Filme. Katja Riemann spielt mit. Ich finde, das ist eine unglaublich tolle Schauspielerin. Ulrich Nöten, Corinna Harfouch, Max Barefoot. Das sind einfach unglaublich tolle, tolle Schauspieler. Und es geht einfach um Bibi, die hexen kann, und ja, um die böse Rabia, die sie natürlich irgendwie entführen will oder ihre Hexenkugel haben will. Tolle Filme. Finde ich einfach toll. So, und jetzt kommen wir zur letzten Filmreihe und dann haben wir es geschafft. Und ich muss sagen, ich gucke die Filme heute noch gerne und ich liebe alle. Die wilden Kerle. Wir haben hier einmal Die wilden Kerle. Alles ist gut, solange du wild bist. Jimmy Blue Ochsenknecht, Jonathan Beck, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Konstantin Gastmann, Raban Bierling, Sarah Kim Gries, Rufus Beck, Uwe Ochsenknecht, Cornelia Frobus. Toller Film. Es geht um kleine Jungs, die quasi ihren Teufelstopf retten wollen vor den Bösen. Und dann trainieren müssen. Und nachher, genau, vom dicken Michi müssen sie das beschützen. Und die Vanessa möchte unbedingt mitspielen, aber Vanessa ist halt ein Mädchen. Bah, ein Mädchen. Toll. Toll, toll, toll. Dann Teil 2, einer meiner liebsten Teile. Und zwar nur, weil Gonzo González damit spielt. Und Gonzo wird verkörpert von Marlon Bertsbach. Ne, nicht von Marlon, von Lennart Bertsbach, glaube ich, oder? Ich gucke gerade nochmal nach. Wo steht's denn? Steht da tatsächlich gar nicht drauf. Ich, Lennart oder Marlon? Wer ist es? Gott, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, ich liebe Gonzo. Und Gonzo zieht quasi Vanessa so in seinen Bann, weil der ist schon was älter und so skatermäßig mit so Rastas. Und Jimmy will sie halt zurück. Leon will sie halt zurück. Toller Film, finde ich richtig gut. Dann haben wir hier Die wilden Kerle 3, die Attacke der biestigen Biester. Und da geht es darum, dass die sich quasi aufgelöst haben.
Und jetzt trommeln sie quasi alle so zusammen, Nerv trommelt alle zusammen, denn er ist im Teufelstopf und dann kommen die biestigen Biester, die unbedingt mit ihm zusammenspielen wollen. Und nachher kommt raus, dass die biestigen Biester angeführt werden von Fabi. Und Fabi war damals Leons bester Freund. Toller Film, toller Film. Dann haben wir hier die wilden Kerle Nummer 4, der Angriff der Silberlichten, auch ein toller Film. Da fahren sie, wo fahren sie denn nochmal hin? Sie wollen auf jeden Fall den Pott im Freestyle-Soccer-Pokal gewinnen und müssten dafür nach Ragnarök zu den Wölfen. Genau. Und auf einmal kommt ein Mädchen, und zwar die Silberlichten, und ja, zieht so ein bisschen. Wie heißt Leons Bruder eigentlich? Auf jeden Fall Wilson Gonzales. So in den Bann. Ja, toller Film. Und der letzte Film, den ich unglaublich gut auch finde, Die wilden Kerle 5, Hinterm Horizont. Es verschwindet einfach Leon und so fangen sie an, ihn zu suchen und finden nachher oder treffen nachher auf Vampire, die ganz anderes Fußball spielen. Finde ich auch sehr cool. Genau. Und so, liebe Leute, das war's. Das war die letzte, also der letzte Teil von unserer Filmsammlung. Ich bin richtig geschockt, das war richtig viel. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch die wilden Kerle so gefeiert habt wie ich damals. Genau, ich hoffe, es geht euch allen gut und bis dahin sage ich, macht's gut und bleibt mir gesund.